bei 300 und... Machen wir 330 raus. Sobald ihr losgeht, David, bekommt ihr eine Vorzahlung von 10 Dukaten. 20. Du kriegst nicht mehr... 11. 12,5. Okay, aber insgesamt finden wir 301. Meinetwegen. Sehr gut. Okay. Aber nur ich. Nein, wenn dann alle. Der hübsche Elf will sich wieder bevorzugt fühlen. Ja, ich sehe auch schon wieder. Sagt der ohne Geld. Hallo? Ja. Zwei. Sag doch mal eins. Ich habe 3 Silbertaler und 5 Männer, hallo? Ihr habt jetzt eine Mühe gekriegt. Genau. Ach ja. Hat mir das eigentlich auf der Aufnahme drauf? Ja, ich glaube nicht. Nein, da haben wir noch eingekauft. Ja, so versteht keiner, warum wir das. Gut. Aber haben Sie auch vergessen, die Aufnahme? Ja? Doch, ich glaube schon. Ja, wir können es animieren. Gut. Das heißt, wir kriegen auch Ausrüstung. Ja, wollen wir das überhaupt machen? Ja. Ich nehme das Geld. Wir müssen ja die Ausrüstung, kann man so nicht. Ich frage mal, Herr Graf. Ja? Habt ihr denn schon mal von einer. Mir hier Bahn. Ich flüstere zu Mir hier Bahn. Mir hier Bahn. Sehr gut, endlich einer, der es kann. Komischerweise hat die andere Gruppe auch Probleme mit dem. Das verstehe ich. Ja, ich muss besser aussprechen. Mir hier Bahn, die Magierin. Habt ihr von der schon einmal etwas gehört? Sag jetzt ja nicht nein. Ja. Das ist ja nicht nein. Das ist eine Bekannte von mir, ja. Also, wisst ihr zufällig, wo sie ist? Ich weiß nur, dass ihr in dem Haus von ihr rumgelungert habt. Ja, das deshalb haben wir auch. Auch gefunden. Nein, wir so weit waren wir auch. Wie gesagt, sie ist verschwunden, also habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. So ein, zwei Personen. Und deine nette Stadt daneben war nicht so hilfreich auf das, bei der Suche nach ihr. Sagen wir es so, helft mir. Und ich sage euch mehr. Also ich helfe Ihnen gerne für das. Also Sie wissen mehr, wollen unsere Hilfe und verraten uns aber nichts darüber. Vollkommen richtig. Das sind aber super Voraussetzungen. Naja, Sie bekommen Ausrüstung. Wie schauen unsere Chancen aus, das Angebot abzulehnen? Wie viele Orks sind das, wissen Sie da? Eine Gruppe von vielleicht so 20 Orks. Ja, auf jeden Fall kill ich die alle selber. Ja, okay, mach das durch. Und um Ihre Frage abzulehnen... Du musst gar nicht beantworten, ich bin dabei. Zu beantworten, die Chance abzulehnen, ist nicht vorhanden. Okay, ich habe mir nämlich gleich gedacht, dass die Türen damit zugesperrt haben. Richtig. Okay, Herr Graf, wir machen das für 350 Dukaten. 301 Dukaten, das ist mehr nicht. Dann hat ja jemand das Angebot abgenommen, dann können wir gehen, oder? Ihr wollt also eure Ausrüstung nicht, ja? Ich nehme sie gerne. Er kriegt sie. Ja, ich will die Ausrüstung sehen. Ihr seht die nicht, ihr bekommt die und dann macht ihr euch... Ich möchte sie trotzdem sehen. Kriegt ihr das selber? Nein, nicht sehen, ich will darauf anhaken. Wer wollt ihr uns die geben, wenn wir sie nicht mal sehen können? Unsichtbare Ausrüstung. Ist eigentlich Texas an der Wand? Weißt du was? Das Loch, was die Texas schon unlaubt. Nein, ihnen wird nicht absichtlich. Okay. Also dahin nicht mal, was Texas ähnlich. Nein, nur Texas. Mach halt dann. Gut, also es kommt ein Gardist rein, der bringt euch zum einen so viel Geld, dass ihr jeder 11 Dukaten bekommt. Ja. Dann bringen die ein Breitschwert. Jeder bekommt das? Nee, das müsst ihr euch dann aufteilen, wer was halt am besten macht. Okay. Okay. Dann gibt es einen Kampfbogen, für jeden eine Brustschale. Also für jeden eine Brustschale. Das heißt, so ist eine Brustschale, ne? Ja, muss man. Also heißt Schutzdings. Das Teil heißt Brustschale, ich hab das nachgeguckt. Ist der angeformt, sodass die mir passt? Ja. Also. Wow, wir haben das geschafft. Gestalkt hart. Ja, hallo. Das war der Nachbar. Oh mein Gott. Der Gardist ist der Nachbar. Ich glaube nämlich, davon wird der auch so unhöflich angeredet, weil der glaubt, der kann... Der hat abfahren müssen, wie das sich ausgeht. Ich notiere mir in meinem Kopf, dass Gardisten Nachbarn sind. Ich notiere in meinem Kopf, Gardisten sind. Was muss ich dann auch ausfüllen zur Brustschale? Ja, außer, dass es Brustschale heißt. Dass es dazu schreiben muss. Und ob das bei Ausrüstung irgendwo hinkommt. Kommt zur Rüstung. Rüstung, genau. Schauen.
weil so toll. Ja, du müsstest schon anziehen, oder? Ja, schon. Aber es kommt drauf an, wie gut beweglich ich dann noch bin. Wenn mich das nicht einschränkt in meiner Bewegung. Das ist halt so ein Brustpanzer, ne? Ja. Also mehr ist halt nicht. Aber ich kann schon immer noch. Ja, ja dann. Will man uns die Werte sagen? Nein. Dann halt nicht. Nicht, sie ist trotzdem. Dann schreibe ich das halt für Rüstung. Braucht ihr denn überhaupt einen Wert noch? Ja, ich schütze nicht das irgendwie oder so. Film. Das kann ich mit dem Ding verlieren, kann ich singen. Das ist ein RS und BE. Resistenz, würde ich sagen. Und BE war das eine Ding, das wir damals nicht erklärt haben, mit diesem komischen Charakter. Das kann ich noch sagen. Aber ich weiß nicht, was das ist, dementsprechend. Ja, ist eigentlich, da nicht eh irgendwo die Erklärung dafür? So sehr. Reise, Schlacht, Kupfen. Warum nicht, ne? Das scheint mir nicht zu helfen beim Parieren, weil so wird es mir nämlich nur rechnen, wenn mir wer trifft. Ja. Davon gehe ich mal aus. Dann habe ich das einfach hinter drauf. Jetzt habe ich Zettel mal wegradiert, ohne. Oh nein. Nicht Zettel. Falls ein Bogenschütze dabei ist, ist auch ein Kampfbogen da natürlich. Aber wir haben nur ein Breitschwert und einen Bogen und jeder eine Brustschall bekommen. Mehr nicht. Ich finde mich hier super ausgerüstet. Also Herr Graf, ja, da möchte ich schon eine Waffe. Moment, ich meine, ich habe keine Waffen bei mir, ja, wie soll ich kämpfen? Das sag ich jetzt nicht, aber. Also, nächsten Abendzug versucht ihr einen davon zu kriegen. Also Herr Graf, also ich nehme mal den Kampfbogen. Okay. Also Herr Graf, wenn Sie mir zwei Dolche geben, also dann kann ich gerne für Sie kämpfen. Also ist alles klar, ich aber ich habe nichts Gutes auf. Ich weiß nicht, ob ich das kriege. So ja. Danke sehr, Herr Graf. Sehr großzügig. So, was kann der für jetzt? Ja, muss ich noch raussuchen. So, du hast 10, da muss er reinschwert. Ich will jetzt 2 Hände in die Hiebwaffe. Ja, 2 Hände in die Hiebwaffe. Das ist schlecht. Machen wir das Breitschwert zu einem. Ja? Säbel. Ja! Ja. Was ein Zufall. Ja, das ist wirklich gestalkt, glaube ich. Das gefällt mir. Den kannst du trotzdem haben. Den will ich so oder so haben, den will ich sichern. Aber Herr Graf. Der Säbel ist gut auf mir. BE ist übrigens Belastung. Ah. Also okay. Aber hat man da jetzt bei der Rüstung? Rüstungsschutz habt ihr. 3. Das sagt mir jetzt viel. Und BE? Gar nichts. Ist egal. Aber Herr Graf, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Dolche, ja. Aber falls etwas auf Fernkampf kommt, ja, da würde ich schon gleich seinen Wurfdolch haben. Ich meine, Sie können schon verstehen. Wir haben genug Ausrüstung mit Ihren Deutschen. Hast du mir kurz die Dinge für den Säbel? Ja. Ich meine, ich habe jetzt 3 Dolche, 2 Dolche. Der Schaden ist 1W6 plus 3. Ah, was brauchst du noch? Warte, ich weiß nicht mal, wo was ist. Also Schaden war noch ein Wort. TP. 1W6 plus 3. Oder? 1W6 plus 3. AT, PA, Mod. Ja, was ist das? Modifikation. Brauchst du keine. Reichweite? Die Klagen. Mittel, 2. Kurz, Mittel, ja. Dann ist er genau das gleiche wie mein Handel. Ja, ist halt ein Säbel. Schwertähnliches Ding, ne? Ja, ist halt aber das sollte leichter sein. Das ist doppelt so teuer. Ein Zweihänder hat wahrscheinlich Reichweite. Ja, aber das kann ich nicht so gut. Und ein Dolch hat Reichweite kurz. Bogen. Kannst du noch die Länge sagen, trotzdem? Also, das ist eigentlich wurscht. Ja, okay. Es gibt doch noch normale Länge. So. 90 Halbfänger. Ja, schon ein bisschen länger halt. Das heißt, du musst jetzt noch den Bogen raussuchen. Jetzt kann ich kämpfen. Ja. Endlich habe ich auch eine Waffe. Ja, ja. Ich habe ja nicht so viele, ne? Ich habe ja nur ein Messer, 3 Dolche, 2 Wurfdolche. Einerseits war es gerecht, dass ich nichts davon bekommen habe, andererseits. Ja, ich schon. Du musst halt den Grafen fragen. Ich habe mir schon ein Angebot angenommen. Das warst nur du. Doch, bist der Bogen der Nische. Ja, ich suche, wie du vielleicht siehst. Der Bogen. Ich weiß nicht, vielleicht nicht so irgendwas. Ich gibt so eine Fernkampfwaffenseite. Ja, die suche ich dann. Ist das ein normaler Kampfbogen oder steht nicht drauf? Ja, ich bin am Umblättern. Ja, sehe ich. Georg ist nicht besser. Das ist auch nicht. Das auch nicht. Ja. Da ist eine Pfeile. Das freut mich. Könnte dasselbe sein wie Pfeile.
Wenn ich es damit mit dem Bogen geschissen habe. Wie lange ich werde, werden dich halt, wenn ich den Säbel jetzt habe, also mit dem Haumeister haben wir den Kämpfer. Also wenn wir den Kämpfer haben, keine Ahnung. Also. Ich habe voll was vergessen. Was macht das für ein Schaden? Eine Ringe 6 plus 3. Plus 3? Das ist aber ein Schwert vom Kampf her. Achso. Ja. Wenn du gut damit bist. Null. Dann wahrscheinlich. Meins sind ganz normale Stats. Also du hast 1 wie 6 plus 8. Plus 8. Fucking. Das ist fett. Ja, also viel besser als der Kurzbogen. Da brauchst du halt noch. Macht viel mehr Schaden. Kriegst du auch Pfeile dazu? Du kannst den ganz normalen Pfeil aber nicht von. Ja, der schießt einfach fetter. Ja, aber krieg ich nicht noch welche? Schau, pass auf. Ich hab 10 Pfeile, 20 Orks. Ja, 10 Pfeile. Ich krieg noch 10 Pfeile dazu. Gleich 20. Ich hab voll was vergessen, eine Wanderung noch zum Kaufen. Ja, weißt du. Liter Bänder, die ich damals getan habe. Tja. Kalex kann ich noch haben. Du kannst ihn ja fragen, ob du seine Hasenfell haben kannst. Ich kann es dir gerne mit einem guten Leder geben. Leiter, du bist doch nicht gut in Leder geben, oder? Also Lederverarbeitung. Ja. Gerberei, Kirschnerei. Na gut, das habe ich nicht. Weil Lederbearbeitung habe ich 2. Ich habe Lederbearbeitung 3. Ja, und Gerberei Kirschnerei? Das ist was anderes. Das hast du zu. Das ist was anderes. Es gibt Lederbearbeitung, das ist 3. Habe ich 3. Okay, ja gut. Das Ding ist nur so, dass man Lederbearbeitung. Ja, ja, gut. Ich finde mir das einfach nicht. Oh, ein Work oder so. Das war schon ganz gut. Gut. Das war das Wichtigste. Also unsere Späher, die ich schon ausgeschickt habe, haben uns gesagt, dass sie. Orks sich irgendwo hier in einer Höhle befinden. In einer Höhle? Richtig. Das ist super praktisch. Ja, dann haben wir da einen Kampfbogen drin. Ja. Dann müssen wir die Orks rauslocken. Viel Spaß. Du schon. Ich hab nicht genug Waffen. Jetzt sind vielleicht zuerst aufs Klo gehen. Wow. Dann drehst du da ab. Nein. Wow. Ja, okay, dann. Ich will mich beobachten. Der Graf soll weiterreden, ja. Wem? Von... dir. Schau dich auch gerade an. Krass. Siehst du mich an? Ja. Habe ich die Karten schon angenommen? Weiß ich nicht, ob du dir die schon aufgeschrieben hast. Ne, hat sie auch schon. Gleich nicht mehr. Naja. Kann ich den nicht nehmen. Hast du schon aufgeschrieben? Darfst du natürlich deine Wochen mit der Schmied, glaubst du, wird der Schmied mir einen Armbrust verkaufen? Armbrust fällt, glaube ich, nicht unter Schmied. Du kannst in der Stadt ein anderes unnötiges Geschäft aufsuchen. Ja, ich muss dann suchen. Findest du Juck. Ich möchte mal die zwei Dolche abschätzen, wie die aussehen, wie viel die wert sein könnten, wie ihr Zustand ist, die ich jetzt bekommen habe. Mhm. Abschätzen möchtest du die, ja. Ich hab die Schätzen. Oder auf Schätzen muss Waffenkugeln. Es gibt Schätzen hier irgendwo. Ja, oder? Das drittletzte bei Wissenstalente. Ja. Okay. Gut, dann darfst du einmal schätzen. Was? Klugheit und zweimal Intuition. Das war auch gleich. 12. 5. Hast du, wie viele Punkte hast du da? 4. Kannst du ausgleichen. Ja. Also. Ja, sind halt mittleren Wertes. So, wenn du dich verkaufst, vielleicht so 17 Silbertaler. Oh. Können wir Geschäfte machen. Okay, ich bin mit den Waren zufrieden. Sie sehen auf jeden Fall robust aus, also so, dass sie nicht sofort kaputt gehen. Sehr gut. Also wie gesagt, unsere Späher haben uns berichtet, dass die Orks in einer Höhle in einiger Entfernung der Stadt sich verschanzt haben. Oh, ich bin sehr gerne mitgenommen. Ja, haben sie verschanzt. Also macht euch am besten sofort auf den Weg. Und
ja, wagt es ja nicht, einen anderen Weg einzuschlagen. Mir ist keine bessere Idee gekommen, als irgendwelche vier dahergelaufenen Leute aufzusammeln. Sie haben keine Ausrüstung haben. Gegen 20 Orks. Funktioniert die Story nicht. Ich bin mein Charakter, ich rede das jetzt mit dem Baron. Naja, mir ist halt nichts anderes übrig geblieben. Meine ganzen Gardisten sind weg und ihr saht halt wie Leute aus. Wo zum sind die einen, zum einen, die sind auf einer Reise. Sie müssen Aufgaben von mir erledigen, logischerweise, genau wie ihr jetzt. Und da, da ich euch im Haus von mir, Iban, gefunden habe. Ja, um? Oder wollt ihr, dass ich euch den Stadtwachen ausliefere? Nein, 300 Dukaten. 300 und einer, ja. Die eine Dukate, die werde ich nur richtig können. Ja, das ist erstmal für David mehr, als er jemand verdient hat. Jemand ja. Gewohnt, ich finde die Stadt auch. Nein. Ich habe zum Zeit leider schon gemacht. Na gut! Jetzt ist es noch eine Nacht, oder? Ja. Dürfen wir überhaupt schlafen gehen, Herr Baron? Herr Graf. Ich gehe Richtung Höhle, Fakt ist. Oder müssten wir jetzt sofort... Ich bin doch schon raus, da hat die Tür zu machen. Ja, ihr redet ja noch mit mir. Achso. Kann man überhaupt schon raus, wir sollen halt eine lustige Aufgabe erfüllen, wenn eine Tür zu ist. Dann wir bei Ihnen daheim für die Nacht bleiben. Ja, ihr habt mein Angebot angenommen, deshalb dürft ihr jetzt gehen. Ja. Okay, tschüss. Bleiben? Ja. Okay, das heißt, wir gehen. Direkt zur Höhle, ja? Ja. Mal in die Richtung werden, wie weit ist die weg, so vom Laufweg her? Ein Tagesmarsch. Maximal. Wenn ich werde halt durch deine Nacht vor der Höhle wahrscheinlich einmal schlafen. Ja, also direkt in ihrer Fresse. Wir haben ein Stückchen in die Richtung gegangen. Ja, halt in sicherem Abstand dann mal rasten. Bevor es zum Kampf kommt. Bleibt. Also ihr geht jetzt dahin, ja? In die Richtung. Ja, in die Richtung. Und dann wollte ich noch nicht so vor der Höhle stehen. Wir laufen jetzt weg, alle in die Wüste. Dann macht ihr jetzt Rast, wie ich gehört habe, ja? Ja, wahrscheinlich. Ja. Gut. Ziemlich. Baut ihr wieder eure Zelte auf, nehme ich an? Nein? Ein Schlafsack. Okay. Und meine Decke breitet aus. Okay. Ich mache mein Zelt auf. Ja, ich mache meinen Schlafsack gleich. Wollt ihr ein Feuer machen wieder? Nein, das ist mir nicht so, glaube ich. Ich esse was. Okay. Ich auch. Okay. Wann habe ich das letzte Mal zu Mittag? Ich esse so ein Viertel. Ich habe in der Früh gegessen, also so ein halbes, oder? Ich habe in der Früh ein ganzes gegessen. Trink auch was. Kann sein. Wir haben keinen Brühwein mitbekommen, oder? Scheinbar nicht, nichts. Zurück zum Kraft. Ja, gut. Stundenlang gegangen, ja, dann Punkt. Ja, okay, jetzt mitten in der Nacht, dann geht schon. Also dann kann ich es ja damit nicht braten, weil wir kein Feuer machen. Das ist richtig. 1,45. So, ich habe noch Proviant für 3 Tage, ja, besser wie bei uns. Du bist der Letzte, der so Stress macht. Nein. Ich frage. Oh ja. Wenn ich frage dich über 4 Gardisten, mal bei einem Graf schon besser als bei 20 Wachs. Weil er springt auf und ja, du Graf! Wir können aber der Elfter glaubt, der kann für die Gruppe sprechen. Nein, wir können ganz gut miteinander, oder? Musst du jetzt ja, besser als mit den 2 Angels. würdest du mir ein Viertel Proviant abgeben, wenn ich irgendwas im Magen habe? Weil ich habe gar nichts. Hast du noch dein Pferdefutter? Hast du dein Pferd überhaupt mitgenommen? Du geh heute schlafen, Alter, ich sag's dir. Du hast dein Pferd in der Stadt gelassen. Ich schau dir. Ja, ich habe mein Pferd in der Stadt gelassen. Du hast da verreckt. Mir fällt das Quatsch. Ich kann eh nicht drauf reiten. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn anschaue. Mir fällt das Quatsch nicht an. Ich weiß schon, wie ich ihn anschaue, wie es ausschauen würde. Egal. Ich schaue dich halt ausdruckslos an. Und gebe dir ein Viertel Proviant. Okay. Ich esse das Viertel Proviant. Gut. Dann musst du einfach ein Viertel Proviant abziehen. Ja, das bin ich doch dabei. Richtig. Zum Glück habe ich gerade schon hingeschrieben, dass ich jetzt. Hätte nur den Zimmer wegmachen können, hätte ich 1,5 Stunden. Nein, schon ein bisschen was. Gut, dann pennt ihr, ja? Ja. Darf ich früh aufwachen? Darfst du gern. Sehr gut. Also vor den anderen würde ich dann sagen. Ich habe ein gutes Zeitgefühl. Okay. Schön. Mir fällt sich wieder ein, was ich vorhin vorgehabt habe, dass ich früh aufwache. Aber
Du weißt es jetzt nicht. Mehr. Ich weiß es nicht, aber geht es so aus, dass ich, wenn die Sonne schon aufgeht und die noch nicht munter sind, weil wir sind relativ spät schon schlafen gegangen. Ja. Geht sich das aus? Dass du dann auf bist. Ja. Bevor die anderen aufwachen. Würfel drauf. Wenn ich drauf würfel. Ich kann gerne drauf würfeln. Ja, klar, ich muss nur kurz gucken, ob du für irgendwas. Ich habe auch Zeitgefühl, vielleicht sind wir leicht gekommen. Ist das ein Vorteil? Ja. Gut, dann ist dir um eins erleichtert. 20, 20. Also schon gefunden, 20. Darf ich würfeln? Das ist nicht mein Würfel, das ist mein Würfel. 20, 20, 20, 20. Heute Morgen. Ich krieg gar nicht mit, nicht den Würfel. 20. Ich hab vergessen, den zu stellen. Zweimal auf Intuition und einmal auf Kondition. Konstitution. Das schaut eigentlich ganz gut aus. 14. Ah, war der falsche. Ja, geht sich aus. Habe ich 14. Gut, machst du vor den anderen auf. Ja. Ich lege mich hin. Am Abend halt. Ja. Ich war vor den anderen. Ich bin so gut, aber ich bin auf an ihm. Ja gut, da lege ich mich wahrscheinlich auch hin. Ja. Ist denn irgendwas in der Nähe, ein Bach oder nur Wald? Also ihr seid jetzt von Andergast Richtung Gebirge gewandert. Also okay, also nah. Und okay. Du möchtest das Gedächtnis spielen? Weil ich vergesse nicht schon dauernd Sachen, aber ich sollte eigentlich ein gutes Gedächtnis haben. Was vergisst du denn? Was hat mit der über die mir die Hebammen gesagt? Nichts. Dass sie weg kennt. Ist und sie erkennt sie. Wir kennen sie. Wir wollten eigentlich nicht sagen, wa? Ja. Kommen, wenn wir es schaffen, dann sagt uns es so. Und die Vollidioten haben mir nichts von dem Moment nicht gesagt. Ah, das ist scheiße. Ja. Ich kann den Namen. Ich will aufstehen, um das Ding zu entschlüsseln, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den als Charakter machen kann. Doch, doch. Nee, ob es nicht gegen meine Prinzipien treibt. Hm. Du hast ja auch Neid. Musst du ja auch. Quatsch, hier. Neugier, genau. Ja, aber seine Prinzipien treu war ja das. Das heißt, ja, ich habe ja meine Prinzipien. Richtig, aber durch. Vielleicht schlägt ja inzwischen deine Neugier durch. Ich gehe schlafen. Mhm. Okay. Ja, ja. Ich bin doch sicher wohl angefressen auf diesen dummen Graf, also mache ich das wahrscheinlich. Gut, dann mach auf. Ja, das macht's jetzt auf. Sehr schön, so will ich das. Du dürftest das ja nicht sehen, ne? Ich versuche das zu entschlüsseln mit dem Ding da. Mit diesem Code. Also ich merke halt, dass ich das schon mal gesehen habe. Ich nehme das auf. Ich muss diese Zettel entschlüsseln, das könnte ein bisschen dauern. Machen wir doch was anderes? Wir schlafen ja. Ja. Also, der macht es ja, bevor wir auch, oder versucht es jetzt fertig zu werden, damit wir vorher. Ah! Das ist doch ein Ess, ne? Hoffentlich. Ne. Ja. Das schaut ja zum Glück gar nicht gleich aus, das I und das J. Das ist dieses typische. Ja. Typische Handschrift. Das ist das zweite. Müssen wir das wirklich machen? Ja. Den ganzen Brief kann ich schaffen. Und ein H. Kann ich irgendwie noch einen Zettel haben zum Aufschreiben? Da kannst du auch einfach gut unterschreiben, jetzt hättest du auch Platz. Ja, aber ich hätte das wieder zusammenrollen und so tun, als hätte ich es nicht aufgemacht. Ach so. Ja, ich hab ja Papier und Stift. Ja, das ist wir brauchen ja nur Schmierpapier, ne? Ja. Ja. Ich würde das gerne gegenrollen, damit ich das nicht so zusammen. Ich könnte das beschweren. Du kannst ja ein Glas draufstellen. Oder die Flasche, die ist vielleicht. Darf ich? Nein. Das ist mein Glas, die du anfangst. Warte, ich mach das schon. Das dumme J-I, das mit K und H, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Vielleicht ist ja kein K. Doch. Ja? Ja. Können wir wirklich gar nichts dazwischen machen. Achso. Das ist ein C, oh mein Gott. Wow. In jeder Sprache. Sie schauen wenigstens anders aus in der anderen Sprache. Ich brauch das jetzt oben. Ja, warte, gib mir kurz Zeit. Ich muss mir das da aufrichten, wenn ich das selber entschlüsseln muss. Müsst ihr also jetzt den ganzen Brief selber entschlüsseln lassen? Ja, das will er gerade. Das werde ich jetzt auch tun. Wenn ihr nicht unbedingt Bock oder Zeit für sowas habt, ich hab den auch der aufgeschrieben. Irgendwie ist es uns nicht wieder. Können wir dazwischen etwas anderes machen? Ich schlaft. Ich hol mir Wasser. Ich habe. Kannst du diese Wurzel noch mal stimmen?
damit es nicht so lange dauert. Okay. David, ich glaube, da kannst du nur was Lustiges reinschneiden. Ja. Das ist das Erdempo. Okay. Die schauen alle so gleich aus. Oh, das wird das schön sein bei mir. Ich will was trinken. Pech gehabt, dass es mir angeht, dass es mir gegeben hat. Das ist komisch. Sprung. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf einmal in Caps schreibe. Muss dein Bug vorliegen. Ursprung. Der. D. Groß. Der. Dunk. Dunklen. Doch nicht groß, okay. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe es nämlich hier groß geschrieben. Wie war das? Weiße mit E? Ja. Welle. Ja, natürlich. Was sonst? Natürlich. Immer diese Welle, ne? Wann das eben nochmal? Das richtige M. Also ich versetze mich in meine Rolle. Welle, ja. Welle, die, wenn das falsch ist, kannst du mir bitte sagen. Ja, okay. Die sich Membran über, haben die kein Ü in ihrer dummen Sprache. Tja. Muss also das dumme F. Finden wir auf den dummen Scheiß-Trick. Natürlich finde ich da kein F. Ah, das A. Was? Das ist ein V. Venturisch werden. Schen? Ja. Aventurieren. Okay. A. Ausbreitet. Mhm. Aber ich habe einen Kontext, wirklich. Ja, ergibt ja auch Sinn. Ja. Wo bleibt das denn überhaupt hin? Ja. Oh mein Gott, bitte! Was denn? Weiß ich nicht. Was denn? Ausmachen. Richtig. Großen Namen. Jetzt ergibt es keinen Sinn mehr. Ausmachen, also das Sessel. K. Also hieß K. Das war gut, das U. Können. Was ist das letzte? Ist das ein Punkt? Das ist naheliegend, ja. Da steht aber nicht nur Sechs da. Ich hätte das ja nicht so dumm schreiben müssen, ich wüsste, dass der Punkt ist. Kringel. Das steht einfach nicht hin. Wolltest du jetzt auch so einen Punkt machen, oder wie? Naja, wenn ich es nicht übersetzt kriege, dann muss ich es original übersetzen, aber das mache ich nicht, sonst kommt der Druck, dass der Brief sein könnte. Also das ist noch ein anderer Zeichen, na egal.